So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Summer. Ja, in Mara. Folgendermaßen, ich habe, ja, beim letzten Mal haben wir ja das neue Boot bekommen. Das bedeutet, wir haben einiges zu erkunden. Habe ich natürlich auch vor. Dementsprechend, jo. So, erstmal. Jetzt wird es interessant. Vor allem schaue ich dann auch gleich mal, wie es mit den Aufgaben so aussieht. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, das kann warten. So, jetzt werde ich mal gucken, wie viel Hühner ich noch füttern kann. Ja, sieht ganz gut aus. Wunderbar, dann noch die Schweinchen. So, bitteschön, meine lieben Schweinchen. Jo. So, jetzt wollen wir natürlich auch nochmal anfangen und die... Wie heißt's? Jo, unsere Bäumchen abgrasen. Die Koa braucht ja auch was zu essen. Super. So, jetzt habe ich auch wieder ein bisschen... Oh, das ist perfekt. Habe ich auch wieder ein bisschen Saatgut. Das ist wunderbar. So, von den Pinienkernen, die sind ja die Dinger, die ich brauche. Wunderbar. Super. So, Pilze hier natürlich, also die Trüffel hier noch einsammeln. Und okay, wir müssen auf jeden Fall zu Dunna. Aber müssen wir Engelsfische, wie heißt's? Engelsfische bauen. Und wir brauchen noch Nägel. Okay. Ich würde es mal so machen, dass ich jetzt zu Akagi gehe und noch ein paar Nägel fange, bekomme. Ich muss sowieso Larven herholen. Die Frage ist, ich weiß noch nicht so ganz, wo ich die herkriege. Die kann man, ja, die kann man bei Bienennestern herkriegen und dafür brauchen wir die Engelsfische. Die findest du übrigens beim, hier im Tempel des Ostens. Und uns steht die ganze Welt offen. Das läuft eigentlich ganz gut. Ich habe auch mal geguckt, hier können wir die Larven nicht kaufen. Das bedeutet, es macht keinen Unterschied. Okay, Bienenstock, dafür brauchen wir Nägel. Okay. 12 Uhr, der Bram sollte hier draußen stehen, wunderbar. Ich würde sagen, ich gebe Bram auf jeden Fall jetzt erstmal die Zutaten. Ich mache mal kurz hier ein bisschen Licht an. Heute ist relativ dunkel. Oder noch, sagen wir es mal so. Naja, es ist relativ früh, ne? Es ist knapp 7 Uhr. Brauchst du noch was? Nein, das ist alles. Jetzt müssen wir alles nur noch meinem Onkel geben. Viel Glück. Was ist denn hier los? Ich habe ein Menü zusammengestellt. Ein komplettes Menü. Ja, Vorspeisen. Erster Gang, zweiter Gang. Und Dessert. Das ist wirklich toll. Das hast du ganz alleine gemacht? Ja. Ich habe ihm nicht geholfen, versprochen. Das ist wirklich nicht schlecht. Glückwunsch. Danke. Möchtest du wirklich ein Koch werden? Ja. Ich würde eines Tages gern mein eigenes Restaurant haben auf einem Schiff. Was für eine verrückte Idee. Aber ich werde dir so gut es geht helfen. Wirklich? Versprochen. Wunderbar. So.
Wunderbar, wir haben eben einen Erfolg freigeschaltet. Kann sein, dass wir mit Bram jetzt fertig sind. Ja, super. Also wie gesagt, ich mag Bram, ist ein total lieber Kerl. Aber wie gesagt, wir wollen ja auch irgendwann mal vorankommen. Jo, super. Wir müssen zu Akachi gehen. Wir brauchen Nägel, die kann ich mir von ihr kaufen. Geld habe ich ja genug. Obwohl mein Geld, mein Goldvorrat doch ein bisschen zur Neige gegangen ist, wenn man mal bedenkt, dass ich mit fast 9000 hingegangen bin. Aber auf der anderen Seite, das neue Boot hat sich natürlich ordentlich was kosten lassen. Dementsprechend ist das alles kein Problem. Naja, wir werden schon irgendwie klarkommen. Wir sind ja nicht hier, um reich zu werden. Wir wollen ja nur so gut klarkommen, wie wir können. So, die Frage ist, kann ich hier vielleicht was finden? Gut, ich werde der Akachi sowieso alle Nägel abkaufen, die ich finden kann. Ich muss irgendwas machen, was richtig viel Steine frisst. Das hätte ich vielleicht zu Hause machen sollen. Na gut, ist egal. So, Metall haben wir auch genug. Ich liebe die Arbeit in der Schmiede. Ich wünschte mir, ich würde nicht immer so schmutzig werden. Alles klar. Ich weiß nicht, ob wir das alles brauchen. Aber ich kauf's mal. Mal gucken, was ich ihr geben kann. Vier Steine geben 8. Ein Lebenbaren gibt 11. Naja, das werde ich dann beim nächsten Mal einfach machen. Fertig. Das sollte dann kein Problem sein. Okay, ich will mal gucken, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Zu Dunner zurückgehen, okay. Kaleb, Koa, Koa, mach weiter mit Koa. Ich weiß nicht, wo man die Leinwand findet. Blume, mach weiter mit den Aufträgen von Lizio. Fertige eine Trommel an. Die Frage ist, kann ich die hier schon herstellen? Ich brauche dafür Stoff. Seil. Wunderbar. Die Trommel haben wir. Das ist gut. Ich weiß nur nicht, wo ich diese Leinwand herkriegen soll. Na gut, ist kein Problem. Achso, ich wollte hier die Bienen... Stöcke nochmal abgrasen, weil dort gibt es auch manchmal Larven. Und die brauchen wir, um im Osttempel die Engelsfische zu angeln. Anders da geht's leider nicht. So, wir müssen nur gucken, ob hier noch... Die geben manchmal Larven. Das ist immer schwierig. Also ich glaube, die Engelsfische, die kriegt man sehr, sehr selten. Dementsprechend muss ich hier ganz gut aufpassen, dass ich hier nicht eine Larve verschwende. Weil Larven sind nämlich Sachen, die sind relativ schwierig zu kriegen. Traurigerweise. Ja, und den Tintenfisch habe ich übrigens hier... Habe ich den hier gekriegt? Nein, hier nicht. Den habe ich am Strand bekommen. Wenn du mit dem Boot rausfährst... siehst du ungefähr, wo du was kriegen kannst. Ach so, übrigens, kleiner Funfact, habe ich überhaupt total übersehen. Hier steht jetzt X-Karte. Wenn wir da drauf sind, wissen wir, wo wir lang müssen. Das bedeutet, da gibt es schon eine schöne Suchfunktion.
Und von daher ist es schon mal ganz gut. Jo. Na, immerhin zweimal Kupfer. Einmal Metall. Einmal Silber. Wie gesagt, die Steine sind relativ egal. Aber die anderen Materialien, die lohnen sich. So, warte mal, wenn ich jetzt hier so einen Honig nehme. Der ist richtig lecker. Wildhonig, super. Ja, das ist jetzt die Frage, wo kriege ich jetzt Larven her? Die kann man nur auf der hier oben auf der Septerion-Insel finden. Und da gibt es einen Larveneimer. Aber die sind relativ selten. Also die sind relativ selten voll. Oder halt natürlich bei Bienen. Davon gibt es hier auf der Insel aber auch nur zwei Stöcke. Aber die Bienenstöcke sind natürlich dementsprechend relativ selten, weil die geben nicht nur Larven, sondern die geben entweder eine Bienenkönigin, eine Dingsbums, Honig oder halt eine Larve. Puh, na gut. Will ich mich aber mal nicht beschweren. Wir sind eigentlich questmäßig sehr gut vorangekommen. Warte mal. Okay, wir könnten zu Dunna. Die Trommel zur Timer bringen. Ich denke mal, das ist das, was wir uns jetzt auf die Agenda schreiben. Da ist einiges los hier. Gerade im Restaurant. Na gut. Wunderbar. Haben aber Bram auch fertig gemacht. Das ist schon mal super. So, erstmal im Boot schlafen. Okay. So, jetzt muss ich nur gucken, wo die Taima ist. Die ist da oben. Na gut, da ist noch ein Tier. Sterne bedeuten Tiere. Küken. Na, ich weiß nicht. Hühner habe ich genug. Ich muss Richtung Norden. Hier kann man natürlich auch noch angeln, aber nicht das, was wir brauchen. So, ich muss auch mal langsam den Man sagt, dass man hier Larven herkriegt, wenn mich nicht alles täuscht. Super. So, muss ich mal gucken, ob ich hier Larven herkriege oder ob mich mal, ob mich da einfach mein Gedächtnis getäuscht hat. Kann natürlich auch sein. Ja, was ist denn deine Aufgabe? Vertraue ihnen. Ja, ist ja gut. So, kann
Kann ich hier? Nein, das ist der falsche. Na gut, muss ich zurück zum Boot. Ich dachte, ich könnte irgendwas holen. Dem war aber nicht so. Na gut, dann ist das so. Kann man nichts machen. So, Richtung Norden muss ich. Und wir denken da auch gleich ein neues Gebiet. Ah, Schlafsack. Wunderbar. Vielleicht kriege ich ja Larven, wenn ich, wie gesagt, wenn ich die Bienenstöcke gebaut habe. Offene See. Hallo, Taima. Ich habe deine Pompon-Trommel dabei. Vielen Dank. Sie ist perfekt. Wirst du als nächstes deine Band zusammenstellen? Das ist mein Plan für die Zukunft. Wenn es sich anbietet. Warum nicht jetzt sofort? Nein, ich werde es ruhig angehen lassen. Ich werde es wissen, wenn es soweit ist. Oh, ein Mara-Rucksack. Super. Kannst du mir irgendwas verkaufen? Nein, Libelle, Seidenraupe, Auberginensamen. Ah, du kannst viele Sachen verkaufen, aber nichts, was ich wirklich brauchen kann. Na gut, das ist eine eisige Insel. Großer Eisberg. Okay. Was? Ich kann hier tauchen. Ich hinterfrage das nicht. Eine Muschel. Ein Schlüssel. Hier gibt es auf jeden Fall einiges an Blubberblasen. Jedes blubberblasende Blubberblasen-Baby wird brutal und bis zur Besinnungslosigkeit zusammengeschlagen. Wer kennt's? Wer kennt's? Aus dem SpongeBob-Film. Na gut, wir haben hier ein bisschen was gefunden. Das war soweit auch ganz okay. Ich will mir aber den Eisberg natürlich noch angucken. Okay. Da fragen wir das bitte nicht. Hier bin ich echt auf mein Schiff angewiesen. Okay, das ist Eis. Das ist wunderbar. Tresolles und Faro El Cielo. Was? Cuatro, Perlas, Iona, Nave, Baggio, El Mar. Okay. Ganz langer Brief. Ich habe kein Wort verstanden. So, hier können wir das hier. Das haben wir aber schon. Hier ist es wirklich kalt. Ich wünsche, ich hätte Hosen oder... Hosen für Füße? Paar Schuhe meinst du? Oh, das Blaue gefällt mir. Der Mara-Rucksack aber auch. Der ist schön. Okay. Hallo, Robben. Alles fit. Ah, super. Ah, oh, schön. Finde ich klasse. Ich hoffe natürlich nicht, dass der Chor das irgendwie Probleme macht, dass die da jetzt... keine Schuhe anhat. Ah, wir haben... oh, wir haben eine Larve gefunden. Ich glaube nicht, dass ich weiter Richtung Norden komme. Mara endet hier. Das ist soweit ja auch okay, Mädchen. Aber noch Eis haben. Wir haben eine Larve bekommen. Das bedeutet, wir brauchen noch eine. Und dann kann ich die Anglerfische oder die Engelsfische für den Abern angeln. So,
So, gebratenes Spiegelei. Sehr lecker. Super. So, die nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, was man damit machen kann oder ob die jemand haben will, Eisblumen. Wunderbar schön. Diese Tiere sind so komisch. Ja, ihr hattet mir nie von Hunden ohne Beine erzählt. Ach cool, du bist ganz schön frech teilweise. Das Zelt gehört eindeutig einem Abenteurer, so jemanden wie mir. Das ist super. Das ist schön. Ich hoffe, dem geht's gut. Da hat wohl jemand... Na gut, hier gibt es keinen Mülleimer, dementsprechend möchte ich dem das mal verzeihen. Ist schön hier. Doch, ist schick. Wir haben auch eine Larve bekommen, das ist schon mal wunderbar. So, jetzt schnell wieder ein Boot. Puh, super. Hallo. Ich würde gerne weiter, danke. So, hier kann man tauchen. Dann will ich mal zur Perleninsel. Und dann auch wieder nach Norden. Kann ich nämlich auch gleich ein paar Sachen weiterentdecken. Mein Tank hält noch aus. Supi. So. Offene See. Das gefällt mir gar nicht. Das sieht alles so ein bisschen komisch aus. Hier. Was ist hier passiert? Was könnte das riesige Ding sein? Leuchtende Kaninchen. Na super. Da steht jemand. Ich möchte natürlich erstmal alles erkunden. Vielleicht finde ich ja hier noch was. Was ich allerdings nicht glaube. Ich glaube, ich sollte hier noch nicht sein. Na gut, aber hier gibt es das komische Metall, wo wir von Barren machen können und wo wir vom Aquila dann ordentlich Geld kriegen. Müssen wir aufpassen, dass uns die Blitze nicht erwischen. Ah, gegrillter Fisch, der gibt richtig Kraft. Super. Ja. Vitui Atoll. Na super. Musik ist hier gar nicht mehr so fröhlich. Die Frage ist nur, was kann ich hier finden? Ist das die mutierte Blume, die der haben, die der Dingsbums haben will? Was haben wir hier? Mutierte Fische. Habe ich ja genug, beziehungsweise habe ich ja einen gehabt, den brauche ich nicht mehr. Ist ganz schön dunkel hier. Ich erkenne selbst kaum etwas. So, ich will mal gucken, ob ich die Blume für Onzo habe. Ja, okay. Dann haben wir sie doch schon mal entdeckt. Super. Ich würde dann einfach sagen, dass ich mich dann wieder in mein Boot mache. Na, die Musik zeigt schon, dass es hier echt nicht zu spaßen ist. So, die Frage ist, wo ist jetzt mein Boot hin? Na gut. Ja, ich werde schon finden, da steht's doch. Nehme ich noch die Muschel mit. Okay. Dann haben wir eigentlich auch schon das gemacht. Das ist schon mal super. Dass wir dementsprechend auch schon mal weitergemacht haben.
Das wird interessant. Die Frage ist, was ist hier? Perleninsel? Und dann gleich nach Westen. Aber nochmal im Boot schlafen. Puh, na gut. Wo sind wir denn jetzt hier? Perleninsel, genau. Und dann Richtung Westen. Und dann müssten wir eigentlich... So, verbotene Felsklippen. Ich kann von hier aus sehen, was sie für... was? Ich kann von hier aus sehen, was sie für eine schöne Zeit haben, wenn sie mich nur zurück... wenn sie mich nur reinlassen würden. Okay. Das sind also verbotene Felsen. Das bedeutet... Die sind verboten. Darf ich da überhaupt rein? Na gut, hier gibt es sonst nichts. Schade eigentlich. Vielleicht komme ich da später irgendwann rein, wenn ich irgendwelche bestimmten Aufgaben gemacht habe. Man weiß es nicht. So, hier kann ich fischen. Oh, Schwertwal. Oha. Das ist gar nicht so einfach. Schwertfisch. Da habe ich mal einen dabei. Was? Hodel? Was? Wieso? Okay. Na gut. Dann nochmal zur Ponyhöhle. Und dann wieder Richtung Westen. Ich darf nicht vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte eigentlich zur Saimi. Na, ist egal, das kriegen wir schon hin. So, dann kann ich auch mal hier einen Schnittibus machen. Und das sehen wir dann beim nächsten Mal. Okay, also Spanisch werde ich nicht übersetzen. Englisch, soweit ich kann, aber Spanisch bitte nicht. Insel der Ruhe. Ach ja, wer hat sich denn hier breit gemacht? Hallo Moon. Sie schläft, ich wecke sie besser nicht auf. Ach ja, die Moon, so, so. Okay, gucken wir mal, was ich auf der Insel... Aber das gibt's beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut, ciao mit V, euer Krafalna, ciao.